Bernie Smith! Und da kommt. Ja, hallo ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Lego Star Wars Set Review, heute pure Nostalgie mit Dulan Geonosis, ein Set aus 2013. Ja. Nice. Ja, wirklich ein tolles Set mit tollen Figuren. Da war mit Lego Star Wars noch alles in Ordnung. Und wir schauen uns heute gemeinsam an, was sich in diesem Set so verbirgt und was es so besonders macht. Wir legen direkt los nach der Timelapse und... Ja, und da sind wir dann auch im Review zum Dulan Geonosis oder Geonosis. Genau, wie ihr seht, habe ich hier euch nochmal das Schild hingestellt, das nochmal die Setnummer und das Jahr einblendet. Fand ich ganz nett zum Dazustellen, mache ich ja jetzt für meine Sets. Da wird aber auch nochmal ein separates Video zukommen. Jetzt wollen wir aber ganz in der Nostalgie versinken. Ich würde sagen, wir kaufen. Hast du überhaupt gelernt, Alter? Was labert? Hauptargument ein, warum man das Set kaufen sollte, nämlich mit den Minifiguren. Los geht's. Figur hätten wir da Count Dooku. I've become more powerful than any Jedi. Er ist in dieser Variante nur in diesem Set erhältlich. Wenn ihr einen anderen Count Dooku wollt, der nicht in diesem Set ist, gibt es nur noch die Clone Wars Variante oder die von, ich glaube, 1999, 2000, sowas. Ne, 2010. Stimmt ja, da kam Angriff der Klonkrieger. Also die Variante, die gelbe mit dem gelben Kopf. Ansonsten gibt es noch die Clone Wars Variante und das ist die einzige geupdatete Filmvariante. Natürlich mit dem Chromlichtschwert, eine sehr tolle Wahl für Count Dooku. Gebogen, wie man es kennt, mit dem roten Lichtschwertgriff. Wir nehmen es ihm kurz mal ab. Und er kriegt noch einen so ein Force Lightning Teil. Das kennen wir ja beispielsweise auch schon vom Imperator. Nehme ich ihm auch mal ab. Ansonsten, der Torso Print ist eigentlich relativ simpel, keine Beinbedruckung. Das Haarteil ist sehr, sehr passend für ihn, finde ich. Hat auch noch dieses etwas bösere Gesicht und keinen Rückenbedruckung tatsächlich. Also er ist eine relativ simple Figur, macht mir aber bei ihm tatsächlich überhaupt nichts aus. Also er ist genauso, wie ich den Count Dooku mir wünsche, wie er sein soll. Wunderbar. Als nächstes haben wir ein weiteres Highlight, nämlich Poggle the Lesser, den Anführer der Geonosianer. Sehr, sehr coole Figur, ebenfalls exklusiv in diesem Set. Und ich möchte erstmal auf einen seiner Accessories eingehen, mit dem er kommt. Ich hoffe, ich krieg's irgendwie hin, dass man das sieht. Und zwar hat er hier die Todessternpläne in der Hand. Und tatsächlich ist das das kleine Hologramm aus dem Film und ist nicht mit einem Sticker gelöst, sondern ein Druck. Sehr, sehr cool. Ich werde jetzt mal kurz den Kopf abnehmen, sowie die Flügel, um euch den Körper etwas besser zu zeigen. Der ist nämlich wirklich sehr, sehr schön bedruckt. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Valentinstag! Auch die Rückenbedruckung, die man meistens nicht sieht, eben wegen der üppigen Flügel. Und auch der Kopf. Sehr, sehr cool. Mit seinem Stock noch. Sehr geil.
Als nächstes haben wir eine etwas unspektakulärere Figur, wobei sie immer noch exklusiv ist, dank dem Kopf. Er ist nämlich das einzige exklusive Teil. Das ist einfach ein Kommandodruiden-Kopf, der anders geprintet wurde. Das ist einfach der Pilot von Count Dooku. Sehr, sehr simpler Bild. Leider ist der Solar Sailor nicht dabei. Den gab es 2009 mal als Set, aber die Clone Wars Variante. Aber trotzdem coole Inklusion. Und als letztes haben wir dann Meister Yoda. Nichts mehr Besonderes, weil wir ihn natürlich jetzt schon seit 7 Jahren so kennen. Damals war es aber das erste Set, in dem diese Variante von Yoda rauskam. Also auch damals eine exklusive Figur und natürlich ein Grund, das Set zu kaufen. Sehr, sehr gut gelungen. Wie immer wünschte ich mir, dass das Laserschwert für Yoda dieses 3 Bar lange, nicht das 4 Bar lange wäre, würde cooler aussehen. Aber wirklich gute Version von Yoda. Nachdem wir die Minifiguren jetzt abgehakt haben, will ich ein bisschen auf das Bild eingehen und wir fangen erstmal mit dem kleinen Side-Bild hier an, und zwar Count Dooku Speeder. Der ist wirklich gut gelungen, sieht sehr filmgetreu aus. Count Dooku kann sich da auch reinsetzen. Einen Moment. 6,5 Stunden später. So sähe das dann aus. Tatsächlich kann er das auch mit dem Cape drauf, wobei das dann ein bisschen biegen müsst, also nicht sehr zu empfehlen, aber es geht, genau wie im Film. Ansonsten ein nettes kleines Bild mit einem kleinen Trans-Clear-Stein drunter. Gibt's nicht viel zu sagen, vorne hier noch das Licht, natürlich beweglich. Cooles Ding. Das gibt sowas von der Anzeige. Nachdem wir den Speeder abgehakt haben, will ich jetzt auf das Hauptbild eingehen. Das ist ja ein Nachbau der Höhle auf Geonosis, in der Yoda und Count Dooku battlen. Und als erstes hätten wir hier an der Seite ein kleines Versteck. Darin ist eine Kiste, da ist nichts drin. Und gedacht ist, dass wenn ihr kämpft, ihr den Machtblitz von Count Dooku da drin verstecken könnt. Oder zum Beispiel auch die Todessternpläne. Das könnt ihr ganz machen, wie ihr wollt. Then more you know. Hier vorne haben wir dann auch die Landeplattform, auf der theoretisch Count Dooku Speeder auch locker Platz hat. Ist natürlich ein bisschen out of scale, weil das Gunship da dann noch später ranfliegt. Aber ja, tut seinen Zweck. Ich zeige euch mal noch die Vorderseite vom Tor. Die gefällt mir ziemlich gut. Aber wie ihr seht, sind hier 2 kleine Knüpsel. Und das sind Flickfire Missiles. Und wenn ich die drücke, fällt auf der anderen Seite was raus. Ich zeige es euch nur. So sähe das dann von der anderen Seite aus. Und das geht auch noch mit der, theoretisch könnt ihr auch noch die obere Lampe abnehmen. Die ist allerdings mit so einer roten Technikachse befestigt, also keine Flickfire-Missile. Wie ihr seht, sind hier drüben nochmal so Löcher da. Die sind dafür da, um diese Wand hier auch an dieser Seite befestigen zu können. Oder beispielsweise das Felsversteck. Die sind nämlich alle nur mit einem Pin befestigt. Und wenn ich wollte, könnte ich es jetzt auch hier ranklicken. Ihr seht also, ich könnte das machen, wie ich wollte. Ich werde jetzt die Wand nicht auch noch tauschen, aber es ist auch möglich. Ihr könnt auch die Plattform hier vorne abmachen und auf die andere Seite packen. Ganz wie ihr lustig seid. Kommen wir nun zur Wand. Erstmal, die sieht super, super cool aus. Wir haben hier drüben einen Felsen. Und wenn ich hier hinten drücke, kann ich den rausschnippen. Ihr seht. Hey, that's pretty good. Technikbar. Ihr drückt drauf. Den haut's raus. Genau wie die Wand vorher ist es natürlich an die Szene angelehnt, in der Count Dooku die Nacht benutzt.
um Steine nach Yoda zu werfen und Yoda sie dann zurückschleudert. Finde ich ganz cool. Hier drüben haben wir dann noch die ikonische Szene mit der großen Säule. Wenn ihr jetzt noch Anakin und Obi-Wan aus dem Gunship habt, welche ich besitze, kann ich euch dann im Gunship-Review dann zeigen, wenn das kommt. Diese Säule muss Yoda dann mit der Macht aufhalten. Und zur Seite schaffen, um sie zu retten. Auch sehr cooles Feature, funktioniert, macht Spaß. Kommen wir jetzt aber zum Hauptfeature des Sets. Rucksackteil dann an ihm befestigt hat und den Kopf wieder drauf gemacht hat, kommt es zum Kampf. Count Dooku, Yoda. Und dann habt ihr hier hinten eure Stange, mit der ihr Yoda ganz frei nach Belieben bewegen könnt. Ihr seht schon, wenn ihr ganz cool seid, könnt ihr sogar, wow, einen Salto machen. Einziger Nachteil ist, Yoda ist hier vorne, wie ihr seht, loose. Wenn er fest wäre, könntet ihr die Stange mit ihm drehen, wie ihr wolltet. So ist es eher ein Glücksspiel, wie er sich bewegt. Und macht daher leider nicht ganz so viel Spaß. Aber die Idee, Yoda auf diese Weise sich bewegen zu lassen, erinnert an das Set aus 2005 mit Obi-Wan und Anakin, wo man auch die Plattform bewegen konnte. Also prinzipiell ein cooles Feature, aber leider an ein paar Stellen nicht ganz ausgereift. Letzten Feature, wie gesagt, ihr könnt die Seiten verändern und ihr könnt das hier auch zusammenklappen, um eine kompaktere Szene zu haben. Oder was auch ganz cool wäre natürlich, wenn ihr euch das Set zweimal kauft, könnt ihr auf die andere Seite das Ding nochmal machen und den Eingang. Dann habt ihr eine richtig abgeschlossene Höhle. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Es war mir ein Fest, dieses Set mit euch zu reviewen und nochmal einen Blick auf 2013 zu werfen, wo die Star Wars Figuren meiner Meinung nach öfters noch detailreicher und die Sets kreativer waren. Kann auch mein Nostalgiefaktor sein, dass ich dieses Set jetzt so feier, weil ich es eben seit damals 2013 haben wollte und jetzt endlich hab. Und wir können uns jetzt auf weitere nostalgische Reviews auf diesem Kanal freuen. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Bis dann, ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister. Haut rein und ciao!